Und von hier geht unser Abenteuer weiter. Oh mein Gott, wo bin ich hier nur gelandet? Schande, hier ist ja wieder alles voll. Mein lieber Scholli, ich brauche die Rache und ich brauche Drogen, Psycho und ein wenig Mad Axe. Oh ja, Bärenfleisch wäre auch nicht schlecht. Krass, ey, bitte, bitte Sharon, du hast so einen schönen Helm, überlebe das. Das wäre total cool. Gib ihn! 800 Schuss müssen mit der Rache verballert werden. Supermutanten Überlord, vergiss es mal, vergiss es. Da kommt noch eine ganze Menge, Mann. Eine ganze, ganze Menge. Vorsichtig. Wir sind richtig gut drauf. Wir sind voll auf Psycho. Der Name ist Programm. Gib ihn, Sharon. Krass, ey. Ja, ich auch, Mann. Du siehst übrigens richtig cool aus mit deinem Helm und deinem neuen Rucksack. Endlich kann auch er jetzt ein bisschen mehr tragen. Gleich hier schön alles einsacken. Wobei wir ja mittlerweile so viel Sachen gelootet hatten, dass wir die Moira gar nicht alle andrehen konnten. Aber der Kram, wie ihr hoffentlich gesehen habt, liegt jetzt bei Moira im Schrank. Ganz top secret. Und ich hoffe, der bleibt da auch liegen. Und wenn sie wieder ihre vollen 4.000, 5.000, 6.000 Kronkorken hat, dann kommen wir wieder und werden ihr die Sachen aus dem Schrank andrehen. Aber jetzt möchte ich mal von hier aus probieren, vielleicht nicht bei Nacht, rüberzukommen zum Ranger-Gebiet. Das ist nämlich die nächste Location, also die näheste Location zur Ranger-Station. Und ich glaube, ja, wir kommen hier auf jeden Fall weiter. Wir müssen aber über das Geschichtsmuseum gehen. Okay, dann baller ich mal ganz kurz darüber. Und dann muss ich wahrscheinlich da in die Metrostation. Hier gibt es noch echt viele Verzweigungen, die wir alle noch nicht kennen. Aber schön, dass wir das überlebt haben. Sehr schön. So, wir gehen jetzt hier rein. Flupp. Komm schon, Sharon. Oder willst du ewig leben? Ich hoffe mal, dass die Gegner hier jetzt noch alle nach wie vor hinüber sind. Wir machen mal hier ein bisschen Druck, ha? Dafür können wir nämlich sprinten und dann checken wir die Karte und zwar die Lokale. In den Gang müssen wir rein. In den Gang? Ja, tatsächlich. Höp, flupp, flupp. Hä? Wo ist denn da bitte ein Gang oder müssen wir jetzt nochmal die Ebene wechseln? Müssen wir noch ein Stückchen tiefer vielleicht? Sharon, kennst du dich hier aus? Ach da, da geht's auch noch weiter. Immersiver Third-Person-Laufmodus. Hier hatten wir schon alles abgelootet gehabt. Wir rennen einfach, bis der nächste Gegner vor uns steht. Und dann ist cool. Und dann können wir immer noch ballern. Dann können wir immer noch unser Schießeisen rausholen. Cool. Sind durch. Haben wir hier schon? Jetzt hier, ne? Genau, zur Anacostia Crossing Station. Ja, da muss er aber ganz schön schnaufen, der Typ, ne? Unser Charakter, unser Tobias Reaper. Aber hier sind wir neu. Vorsichtig. Vorsicht ist angesagt. Komm, Sharon. Ich mach mal mein Licht aus. Nur zur Sicherheit. Wir können ja ein Nickerchen machen, ein ganz kleines. Zum Regenerieren. Das ist ganz wichtig. Das ist genauso wichtig, wie täglich seine Übungen zu machen. Die Regeneration im Schlaf ist sowieso die allerbeste. Schlaf ist die beste Medizin. 50 Cent, naja, 50 Kronkorken ins Phrasenschwein. Mal wieder. Na, hallo? Oh, oh, da sind sie. Hier wird schon fleißig geballert. Erwischen wir die. Wenn, dann nur manuell. Verflucht. Das ist Sharon. Wie zur Hölle? No way. Komm. Oh, er hat das gemeistert. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass seine Stimme jetzt gedämpft ist unter dem Helm. Macht ihn noch sympathischer. Ach, guck mal, was hast du denn hier Schönes für uns? Die Muni nehmen wir mit. Und, nee, die Kampfflinte brauchen wir auch nicht. Aber die eine Schrotpatrone, die lassen wir nicht liegen. Flupp. Noch ein paar Colas eingesackt und dann können wir
weiter. Sind wir hier überhaupt richtig? Wir wollen die U-Bahn-Schächte nur in die Richtung looten, in die wir sie ablaufen müssen. Ansonsten würden wir jetzt hier eine ganze, ganze Weile nichts anderes machen, als U-Bahn-Schächte abluten. Buffhaut, das nehmen wir natürlich mit. Und hier noch ein bisschen Money. Hier die 10mm Pistole, die wandert auch in unsere Tasche. Für den Preis auf jeden Fall. Und jetzt hier lang, ne? In die Richtung. Über die Sandsäcke rüber. Ja, das sieht ja schon sehr militärisch aus. Rileys Ranger-Gebiet kann nicht mehr weit entfernt sein. Hallo! Und Protektron, können wir den aktivieren? Dann ist hier nächste Mal vielleicht ein bisschen weniger Tohuwabohu. Na klar, werden wir den aktivieren. Wir haben unser Ticket, wir haben unsere Fahrkarte. Wir zahlen keine 60 Euro Strafe. Wobei, sind das immer noch 60 Euro, wenn man schwarz fährt? Ich bin schon lange nicht mehr mit dem öffentlichen Nahverkehr gefahren. Ich kenne mich da nicht mehr so aus. So, zack, zack, zack. Klammer, Klammer, Klammer. Ist hier noch eine? Nein, nein, nein. Hier ist noch eine. Eine eckige. Die sind mir ja am allerliebsten. Die können wir leider nicht lösen. Die ist zu weit rechts. Und dann, hier. Die geht leider auch nicht. Aber wir sollten das hinbekommen. Pressure. Under pressure. Dun, 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 dun. So, weitere überragende Robco-Produkte finden Sie in Ihrem örtlichen Ausstellungsraum. Gut zu wissen, Dankeschön. Zurück. Weiter zurück. Sehr, sehr komisch. Ein Bildchen. Schade, ich dachte, damit könnte ich jetzt den Protektron aktivieren. Da ist er, Mensch! Unser Freund. Wir haben ein Ticket. Wir haben ein Ticket. So krass, ne? Wenn man hier schwarz fährt, wird man erschossen. An Ort und Stelle. Aber ganz ehrlich, Schwarzfahrer haben das auch verdient. Das sind ganz böse Menschen. Die erschleichen sich Leistungen. So heißt das tatsächlich. So ist der Terminus für Schwarzfahren. Erschleichen von Leistungen. Boah, hier ist ja... Hier ist ja richtig was los. Ja, das weiß ich, aber allein wie groß das hier ist. Hier könnte noch was liegen, was wir gebrauchen können. Na? Mir fällt gerade so ein, wir hätten auch bei Moira einige Tage warten können, bis sie wieder voll ist. Wow, stopp! Raider abschauen! Ich schieße ihm den Arm ab. Ja, offensichtlich scheint Charon nun endlich Schrotmunition zu haben für seine Kampfflinte, die auch bei ihm nicht im Menü angezeigt wird. Das ist schon irgendwie, ne? Aber ich will mich nicht beschweren, aber ein Grund mehr, dass wir Charon sein Leben sichern müssen. Sein Überleben. Naja, deswegen trägt er jetzt auch einen Helm. Ganz wichtig. Einen postapokalyptischen Fahrradhelm. Sicherheit geht vor. Sicherheit geht vor Teamwork. Na, Muni, Muni, Muni. Ja, das wollen wir uns natürlich hier alles angucken. Was ist denn hier? Ist hier was? Vorkriegsgeld, yay! Und ein Pfeil, dankeschön. Und Grundkorken. Es wird ja immer besser. Ja, auch wenn wir mittlerweile, wie gesagt, so viel Kram haben, dass wir den gar nicht mehr so richtig an den Mann bringen können, werden wir natürlich unser Loot-Pensum nicht runterfahren. Ne? Nur weil es uns jetzt gerade finanziell ein bisschen besser geht, als vor noch 50 Folgen oder so, heißt das noch lange nicht, dass das für immer so bleiben wird. Wir wollen ja auch irgendwann mal unsere Hütte ausbauen und dann fangen die Probleme an, ne? Alles, was du hast, hat irgendwann dich. Und da müssen wir immer weiter investieren. Und darauf möchte ich vorbereitet sein. Okay. Schreibtisch. Yay! Kronkorken.
Die habe ich am allerliebsten. Und Kippen natürlich. Es ist quasi auch fast wie Kronkorken. Ist Bargeld. Ist irgendwie Bargeld. Hier sind wir richtig, ne? Ja, hier sind wir total richtig. Da müssen wir wieder raus. Aber wir sind hier noch nicht fertig. Hier gibt es noch einige Schränke, die wir uns angucken müssen. Ansonsten, naja, ansonsten bringt das Pech. 7 Jahre Pech, wenn man nicht ordentlich lootet. Okay, ist leer. Ist leer. Ich glaube, hier sind wir... Nein, sind wir noch nicht lang gelaufen. Doch, jetzt haben wir es. Alles cool. Noch einmal double-checken hier. Nope. Und da waren wir. Ist alles offen. Ist alles abgelaufen. Aber naja, jetzt müssen wir weiter. Jetzt reicht's ja auch. Third-Person-Modus für die maximale Immersion. Sprinten, was ein bisschen merkwürdig aussieht und dann wieder nicht gerade zuträglich ist für die Immersion, aber es bringt uns schneller voran. So, und ich glaube, hier waren wir noch nicht. Hier kann uns jetzt alles erwarten. Alles. Vorsichtig, Sharon. Jetzt muss ich dich mal warnen. Oh, wie cool. Vorsichtig, Gefahr. Helfen Sie mir. Ja, ich helfe dir doch mit. Wir flankieren. Ja, in welche Richtung? Ja. Herr der Supermutanten. Ach, komm schon. So wild sind die auch nicht. Boom. Schleichend und kritisch. Genau so, nicht anders. Boom. Vorsichtig. Immer schön einen Kill im VRTS mitnehmen, damit sich unsere AP-Leiste wieder instant auflädt. Yay! Sind da noch mehr? Vorsichtig, Sharon. Schneit es hier? Nein! Es schneit? Es hat schon echt lange nicht mehr geschneit. Deck mich, Sharon! Ich nehme ihn in die Zange! Yeah! Raufest, Mann! So gut, Mann, so gut. Na, was habt ihr Schönes für mich? Nehme ich. Der hatte nur einen Superhammer. Und der grüne Haufen hier, der hat hoffentlich doch eine vernünftige Minigun für uns. Nee, die ist zu billig. Die nehmen wir nicht mit. Oh, aber schon krass, ne? Wie wir vorhin wieder auf dem Platz da erwischt, schon beim Lincoln Memorial. Ich hoffe, das ist jetzt das Lincoln Memorial. Vorsicht bitte. Erwischt schon da beim Geschichtsmuseum, wo wir da mit der Rache rumballern mussten. Mensch, wie viel Muni das wieder gekostet hat. Aber trotzdem sollte ich mal die Rache vielleicht auf einen Schnellwahlslot legen. Und zwar auf die 5, genau, das merke ich mir. Naja, wir haben noch ordentlich Schuss. Und die nächsten Elektroladeteile kommen bestimmt bald. Oh, wie cool. Das sieht hier alles so frisch aus. Wir müssen uns das alles angucken. Zumindest die ganzen leeren Dreiecke und so. Kann man da in den LKW-Container vielleicht rein? Das sollten wir tun, wenn wir das können. Oh, sehr schön. Das ist immer das Allerbeste. Leute, die in LKW-Containern leben. Das sind die allerstabilsten. Würde ich auch machen. Aber ich würde ihn zumachen, ne? Oh, stopp! Vorsichtig! Sharon! Du bist echt eine coole Socke, Mann. Sowas von. Jupp. Und die Stimpaks natürlich. Wobei wir eigentlich schon auch wieder im Prinzip genug haben von Stimpaks. Über 100. Ob wir die noch verbrauchen? Oh Gott. Aber Haarklammer, ne? Wie kann das sein, dass wir so wenig Haarklammern haben? Oh Mann, bitte. Ich habe nicht aufgepasst. Da. Jetzt fängt das wieder an. Ein neuer Thrill. Das hat ja gerade wirklich so einen unglaublich coolen postapokalyptischen Charme mit dem Schnee, der hier leise herunterrieselt. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Kriege ich gar nicht genug von. Fallout 3, du hast es mal wieder geschafft.
Wir laufen mal immersiv durch die Gegend. Gehen wir hier lang. Wir gucken uns natürlich das alles erstmal an. Tod, 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 Liebe, Feuer, Schmerz und Elend. Oh, wir sind da. Riley's Rangers. Aber wir gehen noch nicht sofort rein. Wir wollen uns erst ein bisschen umgucken. Ich werde dich vernichten mit dem Feuer dieser kleinen Sonne vor mir. Hüte dich, Wurm. Keinen Schritt weiter. Nein, alles cool. Alles cool. Wir kommen erst später wieder. Oh, oh. Da hinten ist einer. Einer mit einem Mini-Gatling-Laser. Mini-Gatling-Laser. mit dem Gatling-Laser. Eine Kombination aus Minigun und Gatling-Laser. Das gibt's vielleicht dann in Fallout 5. Ich baller den mal einfach weg, ne? Der müsste doch runterfallen, ne? Aber... Boom! Und da fällt er um. Vorsichtig, Sharon, bleib hier. Bleib hier, Mann. Lass mich in Ruhe. Ja, lass ich auf jeden Fall. Oh, da ist er. Vorsichtig, der kommt jetzt her, ne? Der kommt her. Ihr wisst das nicht, ihr könnt es nicht wissen. Kleine Narren, ihr würdet das gerne wissen. Ha, das würdet ihr. Aber nur ich weiß es. Nur ich, nur ich. Verdammt, wir müssen den treffen. Und dann müssen wir ihm die Knarre wegschießen. So ein Supermutanten. Ich habe einen Überlord. Oh, oh, vorsichtig. Sharon! Lehn dich nicht zu weit aus dem Fenster. Boom! Auf geht's. It's Action Time. Oh mein Gott, vorbei. Warte mal, stopp. Ich muss... Was darf's denn sein? Mir wird gerade mit einem Gatling-Laser in den Rücken geschossen, aber ich hab hier was für dich. Alles klar. Ich hab was ganz vergessen. Ich muss dir ja was geben, damit du dich... im Notfall selber heilen kannst. Hier, nimm mal 27 Stimpacks. Toi, toi, toi. Bitte sehr. Und jetzt los. Wir müssen ihm die Waffe wegschießen. Wo ist er? Treffen wir die Waffe? Komm schon. Das muss doch funktionieren. Boom, 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 boom. Weg mit seiner Knarre. Au, au, au. Verdammt. Wow. 44 Tage und 67 Zentauren sind auch noch hier. Ich freue mich. Oh, vorsichtig. Wir müssen ihm wieder die Knarre wegschießen. Das hat sonst keinen Sinn. So krass, ey. Was ist hier los? Ich glaube, zweimal sollte reichen. Oh, oh, doch nicht. Sharon, pass auf! Sharon! Verdammt! Ich wurde getroffen! Ja, pass auf! Genau so! Ja, Mann! Für Amerika! Und dann schön verkrüppelt. Da hinten ist aber noch einer. Und der, naja, der hat noch ein Sturmgewehr. Alles. Da kommt noch mehr. Pass auf dich auf, Sharon. Yay! Wo ist der Überlord? Der ist noch nicht verkrüppelt. Der lungert da hinten rum. Aufgepasst! Wo will er hin? Wo will er hin? Den müssen wir erstmal schön eine verpassen. Flop! Schön verkrüppeln. Oh. Was für ein epischer Kampf, ey. Und dir geht's gut? Sehr schön. Und jetzt gucken wir uns natürlich hier erstmal um. Der Himmel wird herabstürzen, die Erde wird nach oben steigen, die Sterne werden ihr liebliches Lächeln zeigen und die Sonne zärtlich. Das ist schon so ein bisschen nervig, ne? Wobei, ich muss mal ganz kurz vorher speichern, nicht, dass mir jetzt hier gleich die Haarklammern ausgehen. Ich trau mich kaum. Brauchen wir alles. Nehmen wir mit.
Boah, wie viel Schuss wir haben hier für das chinesische Sturmgewehr. Mega. Warum können wir die Waffe nicht dual-wielen? Warum gibt's das nicht in Fallout? Das wäre cool, aber naja, das wäre nicht postapokalyptisch realistisch. Und deswegen, naja, deswegen haben sie ja wahrscheinlich darauf verzichtet. Kann ich mir gut vorstellen. Jupp. Gatling Laser, nope, der ist im Eimer. Den kannst du behalten. Boah, wie groß das hier ist. Naja, Fallout 3 sollte ja ursprünglich mal eine komplett zusammenhängende Welt haben. Ich habe das schon mal erwähnt, ich weiß aber. Vielleicht weißt du es ja noch nicht. Und, aber weil die damaligen Konsolen, die Xbox 360 und die PlayStation 3, das nicht hinbekommen haben mit ihrem RAM, wurde die Welt von Fallout 3 zerstückelt. In solche Hubs hier, die dann mit U-Bahn miteinander verbunden sind. Alles cool, alles cool. Wir werden das überleben.